Das Leben sollte kein Albtraum sein, sondern ein wunderschöner Traum, der Realität ist. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, das Leben sollte kein Albtraum sein, sondern ein wunderschöner Traum, der Realität ist. Ich habe dieses Sprichwort oder diese Zeilen kürzlich irgendwo gelesen, der Autor, der Verfasser ist mir leider nicht bekannt und da dachte ich, ich nehme das mal zum Anlass, hier so ein paar Gedanken dazu mit dir, mit euch zu teilen. Denn wir sind uns in der Regel, wenn wir uns nicht mal damit beschäftigt haben, überhaupt nicht bewusst, dass wir uns selbst, unsere Realität im Außen erschaffen. Wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet, dann klingt das natürlich zunächst mal ja, ein bisschen seltsam, wenn man das hört und denkt, naja, diese Situation, die ich mir gerade im Außen erschaffen habe, diese schwierige Situation, die soll ich mir selbst erschaffen haben, das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht haben möchte. Aber letzten Endes erschaffen wir uns mit unseren Gedanken, mit unseren Glaubenssätzen. Und diese Glaubenssätze unterscheide ich auch gerne in fundamentale Glaubenssätze, die ganz tief im Unbewussten verankert sind, und Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Damit erschaffen wir uns unsere Realität im Außen. Da spielen natürlich auch unter Umständen noch karmische Themen mit eine Rolle, also Themen, die wir ja aus früheren Leben oder in Form von Verstrickungen, Gelübden und Versprechungen aus früheren Leben, warum auch immer, mit ins jetzige Leben gebracht haben, in die jetzige Inkarnation. Das ist natürlich ein schwieriges Thema oder ein weites Thema, über das man viel philosophieren kann. Und mit diesen Glaubenssätzen, die wir tief in uns verankert haben, erschaffen wir uns unsere Realität im Außen. Zu jeder Zeit, ausnahmslos. Und wenn ich jetzt im Außen eine Realität vorfinde, wo sich wirklich meine Haare sträuben, und ich das überhaupt nicht so vorfinden möchte, dann ist das im Grunde genommen auch nichts anderes, als dass das Universum und mein höheres Selbst, meine Seele, mein Überbewusstsein, Gott, welchen Namen man auch immer dieser Energie geben möchte, zeigen möchte, dass ich nicht wirklich auf dem Weg meines Herzens bin, dass es da Themen in mir gibt, die im Grunde genommen angeschaut werden möchten, die in die Heilung gebracht werden möchten, um mich dann gedanklich, Gedanken sind nicht nichts, Gedanken sind eine Form von Energie, um mich dann gedanklich, also mental, neu auszurichten auf die von Herzen gewünschte Realität. Und im Hinblick auf Krankheitsbilder, Krankheitssymptome oder wie ich es auch gerne nenne, im Hinblick auf Disharmonien, Krankheitssymptome, egal im Grunde genommen was es ist, sind letzten Endes auch immer ein Zeichen dafür, dass unsere Seele, unser Überbewusstsein, welchen Namen, wie gesagt, auch immer man dieser Instanz geben möchte, uns ja, mit dieser Disharmonie einfach zeigen möchte, dass wir nicht auf dem Weg unseres Herzens sind. Und wenn wir nicht auf dem Weg unseres Herzens sind, dann verschenken wir mehr Energie, als Energie zu uns fließt. Und so entsteht letzten Endes irgendwo im Körper ein Energiemangel. Und so haben dann eben Krankheitssymptome oder Disharmonien eben eine Chance, ja, zur
mit zur Lebenswirklichkeit zu werden. Und das Universum möchte da im Grunde genommen auch nichts anderes, als uns darauf aufmerksam machen. Schau hierher, hier gibt es etwas, hier gibt es einen Bereich in deinem Leben, der angeschaut werden möchte und den du jetzt, wo du jetzt einfach die Chance hast, in die Heilung zu bringen. Nochmal einen kleinen Schritt zurück im Hinblick auf karmische Dinge, im Hinblick auf Gelübde, auf Versprechungen aus früheren Leben. Wenn ich da so in mein Leben zurückblicke und da sehe, da zieht sich so einiges wie so ein roter Faden durch. Da begegnen mir immer wieder Situationen oder Menschen oder auch Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich, sei es mit der Partnerschaft oder sei es mit anderen Menschen, im Kollegenkreis, im Umfeld, im Freundeskreis, wie auch immer. Dann ist auch das letzten Endes nichts anderes als ein Zeichen, dass es da ungute Verstrickungen gibt. Auch die können aufgelöst werden. Und wenn man das alles mal unter diesem Aspekt betrachtet, dass ja, das Leben es grundsätzlich gut mit uns meint und uns auf diese Art und Weise letzten Endes immer Botschaften schickt, die es gilt anzuschauen, und es immer in unserer Hand liegt, diese Veränderungen herbeizuführen, diese Themen aufzulösen, Glaubenssätze umzuwandeln und sich so auf den Weg zu sich selbst, zu seinem eigenen Herzen zu begeben, also auf seinen eigenen Herzensweg, dann kann man eben auch im Außen beobachten, wie gut das Leben es mit einem meint, mit uns meint, denn dieses Leben möchte wirklich gelebt werden, möchte gefeiert werden. Ich glaube nicht, dass es da eine Instanz gibt, die haben möchte, dass wir leiden, sondern ich sehe das so, dass es immer ein Hinweis ist, wenn ich in meinem Leben Bereiche vorfinde, ja, die nicht so sind, wie ich sie haben möchte, dass es immer eine Botschaft ist, die sich dahinter verbirgt. Schau hierher, hier gibt es etwas zu verändern. Und sobald ich mich auf diesen Weg gemacht habe, konnte ich auch immer wieder im Außen beobachten, wie sich wundersame Dinge dann einfach verändern. Und so habe ich mir auch einen Satz zu eigen gemacht, dass das Leben wie ein wunderschöner Traum sein kann und dass man kaum auch an etwas Schönes denkt und schon kann es im Außen zur Realität werden. Es ist natürlich nicht so, als wenn ich jetzt dran denke, ach, ich wäre jetzt gerne auf Bali zum Beispiel, weil mir gerade die Temperaturen und das Wetter hier nicht gefällt und im nächsten Moment bin ich auf Bali. So ist das also nicht zu verstehen. Aber ich kann immer wieder beobachten, wenn ich an Dinge denke, die mir am Herzen liegen und ich mich auf den Weg begebe, wie schnell das oftmals einfach zur Realität wird. Dazu gehört natürlich auch so die innere Bereitschaft, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Dinge anzuschauen, zu durchleuchten, was die erste Zeit, wenn man sich auf diesen Weg begibt, auch sicherlich nicht einfach ist. Also bei mir war es nicht einfach, mich da so viel mit mir selbst zu beschäftigen. Und es hat Kraft und Energie gekostet, weil man verlässt ja natürlich auch das eigene Gewohnheitsfeld und es braucht einfach Kraft und Energie zunächst mal, sich da aus diesen Themen herauszuziehen. Aber je öfter man das macht und je länger man sich auf diesen Weg begibt oder begeben hat oder auf diesem Weg ist, umso leichter und einfacher wird es einfach. Und dazu möchte ich dich jetzt so abschließend ermutigen, wenn es in deinem Leben Bereiche noch gibt, wo du sagst, boah, das ist ein Albtraum, dann frag dich mal in der Stille, welche Botschaft verbirgt sich für mich hinter dieser Situation und lausche auf diese leise Stimme, auf dieses leise Gefühl, auf diesen Impuls, der da zu dir kommt und hab den Mut, diese Dinge anzupacken, Veränderungen herbeizuführen und dich dann von diesem Albtraum zu verabschieden und auch sagen zu können, früher oder später,
Mein Leben ist wie ein wunderschöner Traum. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur Realität. Ich wünsche dir das aus ganzem Herzen. Das waren so ein paar, ja, fast schon philosophische Gedanken, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Inspirationen schenken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard.